Willkommen zum Erzhab-Magazin hier auf TV Oberwallis. Schön, habt ihr eingeschaltet. Vor 16 Jahren hat es uns der Egon Grünwald gepackt. Seitdem sind Oldtimer seine grosse Leidenschaft. Das Erzhab-Magazin hat ihn den Heimatsnatisch besucht und sich auf eine Spritztour einladen. Oldtimer. Das ist die grosse Leidenschaft vom Egon Grünwald aus Natersch. Er erzählt, wie es vor 16 Jahren damit angefangen hat. Ich hatte eigentlich immer schon gerne Antiquitäten gehabt und mich hatte schon immer das Altertum interessiert und die Archäologie. Und plötzlich durch einen Kollegen habe ich das Mulder-Virus bekommen. Eine riesen Freude immer an diesem Auto und habe nachher rund vor 15, 16 Jahren das erste Auto gekauft und ist es eigentlich ein Restaurationsobjekt gewesen und da haben wir nachher grosse Zeit investiert, für das Auto zweckzumachen und das hat man irgendwie komplett demontiert und wieder neu aufgebaut. Der alte Citroën aus dem Jahr 1924 war sein erster Oldtimer. Sein Hobby hat verschiedene Aspekte. Alles scheine Zeit. Es gibt im Austag und über den Winter tun wir eher ein bisschen schrauben und wieder mal etwas voneinander und wieder revidieren und wegmachen. Mal neue Farbe drauf tun und einfach unterhalten. Nachher im Frühling kommt die Zeit, wo man in die Teilemärkte geht. Da gehe ich bis auf Lyon oder bis auf Lipsheim im Elsass. Da war schon in England, in Biuli. In diesen Teilemarten, wo man nachher sehr viele interessante Sachen finden tut. Nachher kommt eigentlich dort die Hochsaison, wo man dann mit dem Auto ausgeht. Das ist so vom Juni weg bis in den September. Und so ist eigentlich nachher der Jahreskreislauf geschlossen. Und das ist eigentlich alles ist eigentlich schön und faszinierend an diesem Hobby. Per Definition wird eigentlich jedes Auto, das älter als 30 Jahre ist, als Oldtimer bezeichnet. Der Egon Grünwald hat aber lieber die älteren Modelle. Seine Oldtimer haben den Jahrgang von 1910 bis 1968. Eines davon ist der Austin Healey aus dem Jahr 1961. Damit trifft man den Egon Grünwald euch schon mal auf einer Passfahrt an. Denn unter der Motorhaube läuft ein kräftiger 3-Liter Motor mit 160 PS. Besonders angetan hat es dem Egon Grünwald die alte französische Marke Roger Schneider aus Lyon. Damals eine Hochburg von der französischen Automobilindustrie. Und das ist eigentlich, mit den Fachleuten redet dort, der Mercedes gsi von den Franzosen, also der Rolls-Royce von den Franzosen, soll ich sagen. Und das besticht eigentlich durch die Qualität des Materials, das sie gebraucht haben und auch, wie die Autos eigentlich laufen tun. Der Kieler ist übrigens in der Schweiz produziert worden. Denn in Genf sind dazumal auch mehrere Automarken fabriziert worden. Der Egon Grünwald hat zwei Roger Schneider, einen von 1910 und einen von 1912. Man kann sich ungefähr vorstellen, wie viel Arbeit dahinter steckt, bis so ein Auto wieder richtig in den Stand gestellt und fahrtüchtig ist. Aber gerade das Tüfteln ist ein Aspekt, der ihn an seinem Hobby faszinieren tut. Es ist immer wieder eine neue Herausforderung, Sachen zu packen, die man eigentlich als Nichtfachmann kann machen kann. Bis zum Schluss kann man sogar selber Zündungen einstellen, die heute viele Mechaniker mehr haben und so, wenn man sich mit der alten Technik befassen tut. Und nachher ist natürlich auch das ganze Umfeld, das ist, die praktisch internationale Vernetzung. Man hat Kollegschaften bis nach Österreich, bis Deutschland, Frankreich. Und das macht eigentlich das Hobby sehr spannend. Es ist aber schon ein anderes Fahren mit diesen Oldtimer im Vergleich zu den heutigen Autos. Man spürt natürlich wesentlich einfach die Energieübertragung ist anders von diesen Autos. Es ist
irgendwie sehr ein urtümliches Gefühl. Man hockt an dem Auto drin und man spürt, wie soll ich sagen, wie aber mit einem modernen Cabrio einfach der Vorwind. Und nachher ist natürlich keine Servolenkung. Man müsste richtige Knochenarbeit, die schweren Autos zu bewegen. Und man weiß also sehr, wenn man den ganzen Tag mit dem Auto mal anfährt, was man gemacht hat. Bei der englische Riley ist ein Marker, die dem Egon Greenwald sehr am Herzen liegt. Der gelbe Riley stammt aus dem Jahr 1934. Ist der Rost denn eigentlich kein Problem bei diesen alten Fahrzeugen? Also ich muss sagen, also so bis die ersten Autos, den ältesten, die ich jetzt habe, die Jahre 1910, 1912, bis in die 30er Jahre, haben natürlich auch von der Karosserie her wesentlich Stickers Blech eingesetzt und das neigt viel weniger zum Rosten. Die Autos, wenn die einigermaßen in der Trechne sind, im Scharen gewesen, also das ist nicht gerade in einem Regen gestanden über Jahre, sind eigentlich sehr wenig mit Rost befallen. Schlimmer ist mit den Autos noch von den 60er Jahren, wo man nachher angefangen hat, die Blechstärken zu reduzieren, für die Sparen, dass sie weniger Gewicht haben und einfach effizienter sind, nachher im Treibstoff verbrauchen. Also, die neigen denen dazu zum Rosten. Gibt es nachher eben das Problem mit Rost, wo man dann teilweise ganze Karosserie ersetzen muss. Das ist natürlich auch ein tierischer Spass. Der Egon Greenwald erinnert sich, dass damals, vor 16 Jahren, er seine Aktien verkauft und mit Geld einen Oldtimer gekauft hat. So hat alles angefangen. Jetzt sind die Freude an den Oldtimer seine Dividende. Soweit ist ein Bericht vom Egon Greenwald und seinen Oldtimer. Merci fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.